schon sind, möchte ich noch kurz ein paar Wörter reden. Es gibt ständige Kontrollen. Wir von der Rückkehrzentrums, wir Flüchtlinge werden die ganze Zeit von Polizisten kontrolliert, bekommen die ganze Zeit Bußen von über 1000 Franken, nur weil wir auf die Straßen sind. Nur weil wir auf die Straße laufen, werden wir gebußt von Polizisten. Wir sind unschuldig, bekommen Bußen für das, was wir gar nichts gemacht haben. Unschuldige Menschen bekommen Bußen von Polizisten, dafür sie auf der Straße waren. Gibt es keinen Mensch auf der Erde, wo illegal ist? Darum sagen wir ganz laut, kein Mensch ist illegal! 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 Stop isolation! Stop isolation! Stop isolation! Stop isolation! Stop isolation! Stop isolation! Wir sind heute auf der Straße, weil wir uns gegen die Schweizer Asylpolitik wehren. Sie ist unmenschlich und gewaltvoll. Wir sind geflüchtete und solidarische Menschen aus der ganzen Schweiz und fordern Nein zu physischer, psychischer, sozialer und wirtschaftlicher Gewalt gegen geflüchtete Menschen. Kein Mensch ist illegal! Kein Mensch ist illegal! Kein Mensch ist illegal! Wir kämpfen freund gegen dieses inakzeptable System und fördern den Stopp der Kontroll- und Abschottungspolitik in der Schweiz, die sofortige Abschaffung des Nothilfesystems, die Schließung der Bundesasyllager für Neuankommende, den Rückzug der Schweiz aus dem Dublin-Abkommen, die sofortige Evakuierung aller Lager rund um das Mittelmeer, insbesondere von Moria, die Abschaffung von Frontex und das sofortige Ende der Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Grenzagentur, die Aussetzung aller Ausschaffungen, Aufnahme von Menschen aus Afghanistan sowie Familiennachzüge, Menschen, die in ihrem Heimatland Krieg haben, keine Leben mehr in ihrem Heimatland ist, dürfen einfach nicht zurückgeschickt werden. Kein Mensch ist illegal! Kein Mensch ist illegal! Kein